6VD36. Ihr Computer hat uns alarmiert, dass er mit schädlichen Trojanern infiziert wurde. Diese Viren schicken ihre Kreditkartendaten, Facebook-Persönliche und private Daten über Remote-IP-Adressen. Was, Remote-IP-Adressen? Bitte rufen Sie uns sofort unter der angegebenen kostenlosen Nummer an, damit unsere Microsoft-Support-Ingenieure Sie per Telefon... Ach, das werde ich natürlich machen. Wenn Sie diese Seite schließen, bevor Sie uns anrufen, müssen wir Ihre Computer deaktivieren, damit weitere Schäden anrufen. 0800-505... 2780. Microsoft Sicherheitsalarm Fehler Nummer DB6VD36. Thank you for calling. Your call is very important to us and will be answered in the order it was received. Bitte rufen Sie uns sofort. Guten Tag, vielen Dank für den Anruf. Hallo? Was? Was wollt... Wie bitte? Guten Tag, danke für calling. Thank you for calling. Your call is very important to us and will be answered in the order it was received. Alles klar. Hallo? Guten Tag, danke für den... Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag. Ich habe eine Meldung auf meinem Computer und vielleicht hören Sie das. Ich krieg das nicht weg. Hallo? Ja, ich höre das. Ja. Einen Moment. Ich höre das. Okay. Ich habe das verstanden, Herr. Ich habe das gehört. Ja. Das bedeutet, Sie haben eine Windows-Sicherheitswarnung bekommen. Ja, genau. Deswegen, Sie kriegen solche Warnungen. Ja, genau. Okay? Ja. 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 So machen Sie da keine Sorge. Okay. Ich helfe Sie weiter, das Problem zu bereinigen. Ja. So, in diesem Fall, also können Sie mir sagen, was haben Sie letztes Mal an Ihrem Gerät gemacht, wenn Sie diese Warnung gesehen haben? Was ich gemacht habe, bis ich die Meldung bekommen habe, oder was meinen Sie? Jawohl. Ich habe mir eigentlich Pornos angesehen. Ach so, okay, und dann sofort ist die Warnung, oder? Ja, genau. Okay, keine Ursache. So, ist das Privatgerät? Wie bitte? Ist das Ihr Privat? Ich konnte Sie jetzt nicht verstehen. Ja, was? Okay, ist Privatgerät. Ja, genau, ja, genau. Das ist mein privates Gerät. Mein eigener Laptop, der ist schon ein bisschen älter, aber naja. Okay. Kein Problem. Ja. So, Herr, also jetzt, welcher Windows benutzen Sie? Windows 8 oder Windows 10? Das ist das Neueste. Ich denke, es ist Windows 10. Und also, das ist ein Laptop, oder? Ja, genau, ein Laptop. Okay, so in diesem Fall, hatten Sie etwas an Verzögerungen, okay? Ja. Also, hören Sie mich gut zu. Ich muss einmal mit unserem sicheren Hardware verbinden. Ja. Damit ich überprüfe, was für ein Fehler das gibt und also dann biete ich Ihnen eine Lösung dafür. Ja. Okay? Ja, genau. Ja. So, Sie haben eine Tastatur. Ja. Sehen Sie auf die Tastatur ganz unten links? Ja. Die dritte Taste ist die Windows Session Taste. Ja, genau, die Windows-Taste sehe ich. Drücken Sie diese Taste, ja. Halten Sie fest. Ja. Und gleichzeitig drücken Sie R, R wie Richard oder R wie Richard. Beide Tasten zusammen. Ja, ich habe, genau, hier ist ein Ausführen gekommen. So ein Ausführen, ja, also, genau. Das Programm, ja. So, also in diesem Fall, bitte lassen Sie beide Tasten los. In dieser kleinen Fenster geben Sie da ein www, dreimal w. www. Dann Punkt. Ja. Dann also die H wie Heinrich. Ja.
E wie Emil. Ja. L. L. Ja, L wie Ludwig, dann B wie Paula. Ja. Wie bitte? M wie Martha, M wie Ah ja, Monika, genau, ja. M. Ja, die Verbindung ist sehr schlecht. Ich verstehe sie ganz, das stottert so. Mein Telekom-Anschluss wird ungeschützt. Wie bitte? M wie Martha, dann E wie Emil. Ja. Dann Punkt. Ja. Wie bitte? N wie Nordpol, N wie Norbert, N. Ach so, N, ja. Nein, N wie Nordpol, N wie Norbert. Ja, ich hab, ja, hab ich. N, N wie Nordpol. Okay. Ja, an, al, an, Eli, Eli. Ja. Dann Eli Thomas, Amanda. Ja, genau. Ja, jetzt klicken Sie bitte auf die Optionen, die... Auf okay, ne? Okay, ja. Ja, ja genau, habe ich jetzt hier. Jetzt bekommen Sie Windows zu Support auf OneSense. Ja, Verbindung. Aber auf die Adfenster geben Sie bitte den Vorname, dann die Familienname, okay? Okay, ich gebe jetzt meinen Namen ein. Moment. Ja, dann auch bitte Ihr Vorname. Wie heißen Sie Vorname? Ja, mein Name ist Pascal. Moment, ich fülle das hier kurz aus. Ja genau, und den Supportschlüssel, was soll ich da eingeben? Also die Supportschlüssel lautet 252 3 7 6 3 ja 3 7 6 ja 8 2 7 376 827 ja, habe ich gemacht. Jetzt klicken Sie bitte auf Weit. Ja. Oh, was ich, ungültiger Supportschlüssel, wahrscheinlich vertippt oder so. Was haben Sie da eingegeben? 252 376 8 mhm. 2, 4. Ist das falsch? 7 kommt am Ende. 7. Ach so, ja, tut mir leid. Ja, jetzt weiter. Ja, jetzt sehe ich hier Go to Assist Opener. Ja, ich drücke auf Ausführen. Ja, das lädt jetzt. Was sehen Sie weiter? Es lädt noch, also ich habe ganz schlechtes Internet. Okay, bewegen Sie bitte die Maus nicht. Wenn etwas Neues kommt, sagen Sie mir, ich bleibe am Telefon. Ja, ja, genau. Aktivieren, damit weitere Schäden an unserem Netzwerk verhindert werden. Außerdem werden wir eine Kopie dieses Berichts an die Netzsicherheit schicken, um weitere Schritte einzuleiten. Was sehen Sie jetzt? Das ist gleich fertig. Das ist. Ja, das ist jetzt runtergeladen. Go to Assist, Assistent. Ja. Ja, bewegen Sie die Maus nicht. Ja. Was sehen Sie jetzt? Das lädt gerade, das Programm wird geöffnet.
richtige Optionen. Ja, ja. Ich habe erstmal eine Frage. Ich habe hier gerade dieses komische Fenster offen und hier steht ja, mein Computer wurde mit dem Virus infiziert und die folgenden Daten konnten komprimiert sein. Kann ich dieses Fenster vielleicht schon schließen? Weil das ist gerade offen und ich kann das nicht schließen. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Muss ich da irgendwas drücken, damit das weggeht? Hallo? Ja, hören Sie, also sprechen Sie mit mir, oder? Ja, ja, genau. Ich habe ein Problem. Das Fenster ist gerade Vollbild gegangen und die Warnung ist jetzt Vollbild und ich kann nichts mehr drücken. Muss ich jetzt wieder irgendwas machen? Ich habe gerade gegoogelt, was ich machen muss. Und hier steht eigentlich, dass ich Alt und F4 drücken muss. Ist das, passiert dann irgendwas? Hallo? Sprechen mit mir oder mit jemand anderem? Ich spreche gerade mit Ihnen. Ich habe das jetzt in Google eingegeben. Und da steht, wenn so eine Warnung kommt, ich habe das auf meinem Handy gegoogelt und da steht, ich muss Alt und F4 drücken. Kann ich das machen oder ist das schlimm? Nein, das geht nicht weg. Das geht nicht weg. Das geht nicht weg? Ja, ich helfe dir, das Problem wegzumachen. Okay, aber ich habe das gerade gedrückt und das ist jetzt weggegangen. Nein, das wird... Das wird noch schlimmer? Die Warnung... Oh nein, scheiße. Oh Gott, tut mir leid, ich habe das jetzt weggedrückt. Die Warnung, das ist jetzt aber weggegangen. Das kriegen Sie bitte wieder. Oh mein Gott. Ja, nee, ich habe das jetzt gegoogelt und da gibt es ein paar Experten, die meinten... Nein. Also ich helfe... was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Jetzt sehe ich hier gerade... Also, jetzt sehe ich hier gerade gar nichts. Ich bin hier im Homebild, wie heißt das, Desktop. Hier sehe ich gerade Hintergrundbild und meine ganzen Apps. Okay, kein Problem. Ja, tut mir leid. Drücken Sie bitte beide Tasten zusammen. Wie bitte? Aber dieses Mal machen Sie keinen Fehler. Ja. Drücken Sie bitte beide Tasten zusammen, Windows und R. Ja, ja, mache ich. Windows, R. Jetzt steht bei mir Ausführen. Ja, also klicken Sie bitte auf Ausführen. Ja, genau. Klicken Sie auf OK. Ja, okay. Was sehen Sie jetzt? Microsoft Edge. Verbindung Support aufbauen Fenster, nochmals, richtig? Ja, genau, Verbindung für Support aufbauen. Noch vierter Name, geben Sie da bitte Ihren Namen ja, da rein. Mein Name, Moment. Und dann dieses Mal, ich gebe Sie eine neue Support-Schließung, okay? Ja, vielen Dank, tut mir echt leid. 508 347. Ja, genau. Jetzt wahrscheinlich wieder auf diesen blauen Knopf. Weiter. Muss ich linke oder rechte Maustaste drücken? Linke. Okay. Weiterklicken. Ja, genau, habe ich gemacht. Wenn Sie auf weiterklicken, dann bekommen Sie eine Ausführen-Option. Sehen Sie ausführen? Ja, es lädt momentan, die Seite lädt bei mir. Ja, genau, ausführen steht bei mir jetzt. Ausführen?
Moment. Ja, es. Hier, Marc? Genau, es lädt gerade. Wie bitte? Es lädt gerade. Es ist eingefroren. Oh mein Gott. Nein, mein Computer ist komplett eingefroren. Ich. Sie machen immer die Fehler her. Sie machen. Ja, es. Sie nehmen die Folgen meiner Anweisungen nicht. Ich habe auf Ausführen gedrückt und es ist eingefroren. Ich kann. Das ist grau hinterlegt. Tut mir leid, ich glaube, wir müssen das nochmal machen mit dem Go-To-Assist oder was ist das? Sie machen immer die Fehler her. Also, wenn ja, Sie immer die Fehler machen, dann kann Ihnen nicht weiterhelfen. Es tut mir leid, ich wünsche aber, dass Sie jetzt bitte mir noch helfen, weil ich wollte eigentlich also, gerade noch. Sie folgen die Anweisungen gar nicht. Ah, doch, ich folge den Anweisungen, nur das lädt ein bisschen. Sonst müsste ich vielleicht gucken, ob ich, also wenn Sie mir nicht helfen, dass wir den vielleicht zur Reparatur einschicken oder sowas. Ich kenne mich da mit den Optionen jawohl überhaupt nicht aus. Ja, also wenn wir das, also wenn wir also dann sind wir geschickt werden, die Microsoft Center mit die lokale Techniker. Und wir nehmen ungefähr 3 bis 4 Wochen, die Laptops zu reparieren wegen dieser Coronavirus. Ach so. Okay. Wir helfen online, okay? Ja. Aber wenn die meine Anweisungen also folgen, dann helfen. Und gucken Sie bitte beide Taster zusammen, Windows und R. Windows und R, ja genau. Bewegen Sie die Maus nicht, sehen Sie ausführen, oder? Ja, und hier steht schon alles. Ich muss, glaube ich, nur diesen langen Wallis vermitteln. Moment. Also, was steht da? www und so weiter, oder? Ausführen. Geben Sie den Namen eines Programms, Ordners, Dokuments oder einer Internetressource an. Öffnen. Doppelpunkt. www.helpme.net. Okay. Abbrechen. Durchsuchen. Okay, ne? Machen Sie www.helpme.net leer. Machen Sie das ja, leer? Ja, habe ich leer gemacht. Geben Sie da ein dreimal W, www. www. Dann Punkt. Punkt. S wie Sonntag. Wie bitte? S wie Sonntag, ja? S. Ja, alles ja, gut. Ja, S wie Sonntag. Dann. Hello. Wie bitte? U wie Urlaub. Ja, genau. S, U. Dann P. P wie Paula oder Papa. P. Ja. Paula. Baby Paula. Ja, habe ich gut. Alles gut. Zweimal Baby Paula, zweimal. Ja, Support, richtig? Oh, Vioto, Erwinisha, ja, genau, ich habe Support. Dann Punkt. Ja. Punkt. Ja. Dann MV Martha. Ja. A wie Amy. Ja. Jetzt klicken Sie bitte auf die Optionen bei die Downloads starten. Ich auf diese große. Ja. Gemacht? Ja, es lädt, Moment. Es lädt logmein123.com. Ja, genau, Supportverbindung. Ja, Sie brauchen also einen Code eingeben, richtig? Ja, genau, ich muss hier einen Code eingeben. Ja, ich gebe Sie einen Moment, leider nicht. Ja. Geben Sie mir bitte den Code. Ja, so, das läutet 844. 844. 239. 239.
Jetzt klicken Sie bitte auf Weiter. Ja, Moment. Gemacht. Es lädt. Und dann bekommen Sie eine Ausführen-Option. Sehen Sie unten? Ja, genau, Ausführen. Klicken Sie bitte auf Ausführen. Ja, Ausführen. Moment. Es wird jetzt ausgeführt, das lädt. Ja, und was jetzt? Was sehen Sie jetzt auf dem Bildschirm? Moment, meine Schwester ruft mich, ich komme gleich sofort.